Ich war vor sehr, sehr langer Zeit shoppen. Und zwar, als ich in New York war. Meinen Blog verlinke ich euch hier oben. Da habe ich super viel, schon nicht super viel. Also früher, muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich mehr geshoppt. Aber die Sache ist, dass man heute auch viel mehr Brands hier in Deutschland bekommt. Aber ich habe einiges geshoppt. Und ich habe auch noch in einem asiatischen Shop super viel gekauft. Und ich habe das die ganze Zeit nicht angerührt, weil ich es immer zeigen wollte. Und jetzt nervt es mich, weil ich diese Sachen probieren will. Und will jetzt endlich dieses Video machen. Und ich würde direkt anfangen, was ich mir in New York gekauft habe. Und zwar auf Mandys Empfehlung ist von La Roche-Posay dieses Prebiotic Skincare Double Repair Face Moisturizer. Falls ihr euch fragt, warum die Packung so dreckig ist, Sebastian hat seinen Kaffee reingekippt, weil er dachte, es wäre Müll oder so. Tja, keine Ahnung, es war Ach die ja, weil Sephora-Tüte. es eine leere Tür. Ja, weil. Ach, keine Ahnung. Ja, Okay, auf jeden was. Fall wild. Die Creme haben wir schon aufgebraucht, aber ich muss sagen, Sebastian hat sie sogar mehr benutzt, als ich überhaupt dazu kam. Das ist eine Creme, die eigene Hautbarriere aufbauen soll, schützen soll, die wir schon haben. Und hier ist zum Beispiel Prebiotic drin, Thermalwasser, Ceramide und Niacinamid und Glycerin. Also ihr habt hier dazu noch eine langanhaltende Feuchtigkeit. Also mir hat das, so wie ich es benutzt habe, sehr, sehr gut gefallen. Vor allem an Tagen, wo ich zum Beispiel so Retinol benutze oder reizendere Inhaltsstoffe, dann nutze ich immer gerne eine Creme, die halt beruhigend ist. Und das war dann das. Das ist jetzt aber schon aufgebraucht. Dann habe ich mir bestellt von, glaube ich, Yesdal war das. Dieses, oh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ski 2, SK 2, I don't know. Das ist das Facial Treatment Essence. Das ist zum einen ultra teuer und soll aber richtig, richtig gut sein. Also ich folge einem Asiaten, oh, ich habe leider seinen Namen vergessen. Der schwört ja da drauf und deswegen musste ich das mitnehmen. Also es ist eigentlich wie so ein Serum. Ich glaube, Essence ist immer so ein hochkonzentrierteres Serum, meine ich. Aber dadurch, dass es so flüssig ist, könnte man es halt auch als Toner benutzen. Ich muss mich da noch so ein bisschen reinlesen in diese ganze Reihe. Also was mir aufgefallen ist, ich wollte es hier bestellen. Es war eigentlich ziemlich unmöglich, deswegen musste ich über diesen asiatischen Shop gehen. Und als ich dann in New York war, weil die Bestellung war tatsächlich vor New York, hatte ich das dann gesehen, dass sie die ganze Serie hatten bei Sephora. Aber dadurch, dass die Produkte super teuer sind, also es ist dann nicht so 50er, 100er Bereich, also es geht dann wirklich so 200, 250, $300 los. Und dann dachte ich so, okay. Ich probiere erstmal das aus, was ich zu Hause habe. Und wenn ich dann immer noch so happy bin, dann. Ja, ist auf jeden Fall flüssig wie ein Toner. Auf jeden Fall parfümiert. Ich bin mal gespannt. Dadurch, dass hier alles auf Japanisch steht, bin ich natürlich komplett aufgeschmissen. Ich werde berichten. Ich werde berichten. Ihr wisst, ich liebe Tone. Was ich mir dann allerdings bei Sephora mitgenommen habe, ist dieses Set hier von Byoma. Das ist ja, also ich sehe das tatsächlich viel auf TikTok, auf Instagram wird mir das nicht so oft angezeigt. Aber vielleicht, weil mir auf TikTok einfach mehr Skincare-Content angezeigt wird, ich weiß es nicht. Aber das ist ein Set von denen. Und zwar Balance, Brighten, Boost and Hydrate. Und die haben so Probiersets, was ich ziemlich cool fand, muss ich sagen, weil so kann man dann so eine Brand besser kennenlernen. Gerade in Skincare finde ich. In Make-up finde ich es nicht so wichtig. Einmal haben wir diesen Jelly Cleanser. Den hatte ich mir tatsächlich in Monaco gekauft, weil ich keinen Gel Cleanser hatte und ich musste ja auf die Messen und für die Messen habe ich mich immer geschminkt. Und das ist mit Triceramiden, Licorice und Green Tea. Das ist so ein Boosted Barrier Better Skin. Also es ist so ein Gel, würde ich sagen. Sehr, sehr leicht, aber schäumt trotzdem so, dass man das Gefühl hat, okay, meine Haut ist sauber. Mache ja immer Double Cleanse, falls ihr das nicht wisst. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also auf der einen Seite trotzdem die Stärke, aber auf der anderen Seite trotzdem die Sensibilität des Produktes auf meine Haut. In dem Set ist noch das Byoma Moisturizing Gel Cream. Das kenne ich tatsächlich nicht. Ich mag das Packaging, muss ich sagen, sehr. Also für mich, ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich immer so ein bisschen an Tetris. So die Farben, die Formen. Auch wenn es ein bisschen kitschig ist, habe ich hier nicht das Gefühl, das ist so kindisch. Also ich finde das sehr, sehr schön. Das gefällt mir zum Beispiel auch bei Drunk Elephant total gut. Die weiße Base und dann immer die Farben, die farblichen Kappen und so. Finde ich immer sehr gut. Auch das ist mit diesem Triceramid-Komplex, Niacinamid und Grüntee. Also eigentlich auch wieder dieses Barrier-Boost-Zeug. Und das kann man am Tag, aber auch abends benutzen.
Was mir immer mehr auffällt in diesen neueren Skincare-Brands, dass die vor allem auf Aufklärung sind. Ich glaube, weil sie wissen, der Markt ist so übersättigt an Skincare. Man fragt sich, also was kann jetzt noch kommen, was irgendwie besser ist als alles andere. Und was mir auffällt, ist, dass sie auf dem Packaging anfangen, ihre Produkte zu erklären. Weil, wie gesagt, der Markt ist überfüllt. Viele wissen gar nicht, für was ist, auch wenn es so viele Skinfluencer gibt und Chemists und whatever, Dentists. Ja, und Dermatologist, ja. Der Dentist gehört nicht so dazu, aber ihr wisst, was ich meine. Finde ich, sind die Leute trotzdem total confused, was Inhaltsstoffe angeht. Und deswegen, wahrscheinlich packen sie es so jetzt auf die Verpackung, dass man weiß, ah, okay, jetzt, das ist Step 4, Moisturize. Sieht man immer mehr in den Brands. Also wie gesagt, komplett Kunststoff. Und das ist kein Auffüllding. Okay, Pumpkopf. Ah. Oh ja. Hier so ein kleines Tröpfchen. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Und ich habe das Gefühl, ja, wenn man es verteilt, wird es so leicht, fast schon wässrig, als würde es sich auflösen. Naja, es fühlt sich wirklich sehr leicht an. Interessant. Für mich fühlt es sich sogar mehr an als ein Serum, als eine Creme. Obwohl ich auch schon was drauf hatte. Zieht auch recht schnell ein. Ja, ach ja, Gel Cream. Ne, das erklärt auch die Leichtigkeit des Produkts. Also so, First Impression gefällt mir sehr gut. Und dazu gibt es dann noch das Hydrating Serum. Das hatte ich wiederum auch in der Box, die ich mir in Monaco kaufen musste. Und auch das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also es ist sehr, sehr leicht. Kommt mit so einer Pipette. Eigentlich auch ziemlich milchig wie die Creme, würde ich mal sagen. Und sehen, fließt aber natürlich viel, viel schneller runter. Und wird dann auch sehr wässrig, löst sich auf. Also ich würde sagen, wie im Serum sein sollte, eigentlich die dünnere Version von dem hier. Und alles geruchslos. Dann beim Stöbern durch den Shop habe ich das hier gesehen und das hat voll die guten Bewertungen. Dafür gibt es, also von diesem Haaröl gibt es einige Sorten. Das ist jetzt End Honey und zwar Step 3.0. Ich glaube, dann gibt es Step 1, Step 2, aber das ist dann nicht, dass man alle Öle benutzen muss, sondern jedes Öl ist dann für das jeweilige Haar gedacht und ich bin halt Deep Moist Hair Oil. Ich habe sehr, sehr trockene Enden, allgemein ein extrem trockener Mensch und deswegen Deep Moisture. Ich fand die Verpackung cool, das ist so ein bisschen, ist wie in so einem Honigglas mit so einem Pumpkorb, fand ich schon echt süß. Das Haaröl ist recht flüssig und sehr stark parfümiert. Aber es riecht gut. Es riecht ziemlich fruchtig, muss ich sagen. Benutzt ihr Haaröle? Oder seid ihr so, nee, gar nicht? Also was ich ab und zu mache, wo ich aber natürlich sagen muss, könnte ich mehr machen, wäre so, ja, dieses Deep Oil und so, wisst ihr. Manche schwören ja drauf, manche sagen total Humbug. Ich denke mir, wenn ich mir die Haare früher angucke bei den Frauen, die waren so viel gesünder als das, was wir heute an uns selber haben. Gerade dieses Haare ölen ist ja in der Geschichte total verankert bei den Frauen. Aber mal so, wenn man jetzt kein Styling hat, aber die Spitzen so ein bisschen durchfeuchten will, benutze ich das eigentlich sehr gerne. Das ist super schnell eingezogen, muss ich sagen. Echt angenehm. Ein paar Flyaways hier weg. Auch hier werde ich berichten. We love organic and botanical ingredients. Our promise is to make your hair natural and moist. The finest argan oil and honey were selected. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Oh Gott, es gibt so viele tolle Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir diesen Corrector bestellt. Ich fand, der sah ziemlich nice aus. Das ist auch in so einem kleinen Kunststoffpöttchen. Wirkt so ein bisschen wie Kaviar, weil da oben ist auch so ein Fisch drauf. Super weird. Auf jeden Fall ist es Skin Food Salmon Dark Circle Concealer Cream. Ja, dadurch, dass auch hier alles auf Koreanisch ist, bin ich mal wieder aufgeschmissen. Dann steht hier Open Here. Ah ja, hier steht was auf Englisch. Oh ja, ja. Also ich habe die Nummer 1 bestellt. Das war dann anscheinend das hellste. The Dark Circle Concealer Cream with Salmon Caviar Extract. Okay, also nichts für Veganer. It effectively conceals dark circles while promoting brighter, softer skin. It applies like a second skin. Okay. Riecht nicht fischig. Ja, es hat so diesen klassischen Lachston für einen Corrector. Ja, da steht so Conceal Correct Cream. Also das ist für mich definitiv Corrector. Ich trage sowas immer gern mit dem Finger auf, weil diese Produkte, die in so einem Pöttchen sind, meistens ein bisschen härter und eignen sich immer ein bisschen besser mit dem Finger aufzutragen. Durch die Wärme verteilt sich das Produkt und schmilzt so ein bisschen. Ist dann wie so ein Baum, kann man eigentlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine nice Farbe. Das Ding ist, ich hatte schon ein bisschen Corrector drauf, weil ich nicht mehr wusste,
wusste, dass ich den habe. Aber korrigiert tatsächlich richtig schön, finde ich. Also selbst die leichte Verfärbung, die durch den Corrector kommt, die ich schon aufgetragen habe, finde ich, macht das trotzdem richtig, richtig schönes Hautbild. Aktuell bin ich wieder voll auf dem Corrector-Trip. Ich habe ja immer so Phasen, dann kann ich es mir gar nicht mehr wegdenken. Dann habe ich wieder so Phasen, denke ich irgendwie gar nicht dran. Und ich brauche wirklich sehr wenig Produkt. Fühlt sich wirklich an wie eine zweite Haut. Ich spüre das Produkt überhaupt nicht. Das, was es korrigiert hat, hat mir auch schon sehr gut gefallen. Auch die Leichtigkeit. Nice. Viele Foundations habe ich bestellt, aber fangen wir erstmal an mit einer Base. Auch wenn ich so von Primern relativ weg bin, auch wenn ich sie immer wieder gerne benutze, ist es nicht mehr so wie früher, dass ich wirklich unter jeder Base das hatte. Hier habe ich mir mitgenommen, dieses Artless Glow Base hat einen Lichtschutzfaktor von 50, was ziemlich irre ist. Three Efficacies UV Protection Brightening and Anti-Wrinkle. Glow Base gives a luxurious, glossy, bright and natural radiance effect as a soft and finely shining pearl Linus Formula. Also auch hier ist Niacinamid drin, da sehe ich direkt so auf ein... Ja, ich bin mal gespannt. Das ist ein koreanisches Produkt. In so einer Tube. So einen leicht rosanen Touch und wirklich sehr, sehr pearly. Also es ist sehr, sehr leicht. Sehr, sehr milchig. Ob das sich so schön legt oder ob das dann wie so ein Highlighter wird. Ist auf jeden Fall leicht parfümiert. Riecht ein bisschen wie so eine Sonnenlotion, aber wirklich leicht. So leicht es auch ist, es ist recht cremig auf der Haut. Aber ging mit meiner Skincare auch recht gut. Aber ich habe definitiv Glow auf meiner Haut. Also man hat definitiv diesen Pearly-Effekt. Ja, also ich hatte zwar Skincare drauf, aber jetzt ist das Finish noch perliger. Gerade hier finde ich an den hohen Stellen merkt man das extrem. Aber so gefällt es mir ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn sie es jetzt noch gut macht mit den Foundations, kann ich mir das eigentlich ziemlich gut vorstellen. Also eigentlich wie so ein Lichtschutzfaktor. Also man kann das pur tragen oder man kann es eben auch als Foundation Base benutzen. Eigentlich ein ziemlich interessantes Produkt, muss ich sagen. First Impression, richtig nice. So, die Foundations, die ich mir geholt habe. Einmal Collagen Power Foundation von Mizon. Und das ist ein koreanisches Produkt. Das ist ein Liquid Type Foundation, contains Collagen, Moisturizing and Smoothing Skin while delivering Nutrients. Also hier ist Hydrolyzed Collagen. Collagen, das ist sehr, also eigentlich einer der letzten Inhaltsstoffe. Und es ist eine riesen Flasche. Was ist das? Also da braucht man ja Jahre. Das sind 100 Gramm. Das wäre 30 Milliliter. Das ist 100 Gramm. Das ist schon deutlich mehr. Weil Flaschenumfang auch deutlich größer ist. Also man hat krass viel Produkt. Was ich natürlich nicht so schön finde, muss ich sagen, ist, dass es halt eine Kunststoffflasche ist. Voll strange. Also es fühlt sich irgendwie strange an. Irgendwie fühlt sich das Ganze ganz komisch an. Und dann habe ich mir bestellt von The Sam. I don't know, to be honest. Auch koreanisch. Die Glow Foundation Studio. Da habe ich N21 genommen, weil ich dachte, okay, voll gut. Aber wie klein ist bitte die Flasche? Die eine riesig, ja, und die andere so, nee. Ich meine, vielleicht war das auch so eine kleine Probiergröße. I don't know. Aber die Farbe ist auch krass dunkel. Das hat einen Lichtschutzfaktor von 35. Oh, und das hat halt die Protection, ne? Und dann einen Whitening-Effekt. Ne? Das sollte dann eigentlich über Zeit die Haut heller machen. Und Anti-Wrinkle, Functional Cosmetic. Nö. Ich glaube, ich habe noch mehr. Das Maihada. Made in Japan. Ich kann nur sehen, dass da Rice Power drin ist. Und alles auf Japanisch. Okay, also kommt in so einem kleinen Fläschchen. Mit so einer Mischkugel. Also wird die Formulierung wahrscheinlich auch super flüssig sein. Oh yeah. Auf jeden Fall auch eine Foundation. Sehr serumartig. Sehr glowy. Wow. Die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Riecht sehr streng. Eigentlich bin ich mit so alles, was so Korean, Japanese ist, komme ich sehr gut zurecht mit den Farben. Die Deckkraft ist sick, obwohl das so eine dünne Formulierung ist. Und dann, das ist von
Moonshot Performance Cushion Foundation. Das hatte mir auch gut gefallen. Und zwar Performance Cushion Light Fixing. Hier habe ich die Farbe Pure Ivory genommen. Das hat einen Lichtschutzfaktor von 43. Also man merkt bei diesen asiatischen Brands, dass Lichtschutzfaktor in den Produkten extrem wichtig ist. Light and Super Adhesive Fixing Cover that looks like your own skin. Packaging sieht so aus, ziemlich futuristisch, finde ich. Also ziemlich cool. Und man drückt das hier so auf. Dann kommt das mit einem Spiegel, also klassisch kompakt. Aber anscheinend habe ich es schon mal benutzt. Ich erinnere mich halt zero. Dann das hier. Mochte ich das? I don't know, to be honest. Ich nehme mal dieses Studio, weil ich die schon echt krass spannend fand. Auch schon beim Kauf. Also, wenn man es rausdrückt, das ist so, also schon schwer. Recht cremig. Dennoch mit so einer Leichtigkeit. Ja, doch, es fühlt sich da recht dick an. Interessant, beim Ausblenden wiederum leicht. Die Farbe ist ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man es nicht so krass sehen, aber es könnte ein Zacken heller sein. Man kann die Foundation leicht ausblenden. Es ist wirklich leicht auf der Haut, trotz dessen, dass sie ein bisschen cremiger ist. Es sieht dennoch aus wie Skin. Also ich habe nicht das Gefühl von Foundation. Also klar, ich habe die Deckkraft, die finde ich eine gute, leichte Deckkraft ist. Also hier scheint trotzdem noch Foundation durch. Ne, dieser Glow, das fühlt sich eher an wie Skincare. Also gefällt mir gut. Die Farbe kann man vor allem an der Haarlinie sehen. So eine halbe Nuance zu dunkel oder zu peachy. Aber wenn man es hier runterblendet, denke ich, geht's. Ja, gibt schon bessere Matches, würde ich mal sagen. Müsste ich dann halt gut ausblenden. So, First Impression gefällt mir tatsächlich richtig gut. Aber ich habe jetzt auch nicht so, boah, Effekt. Weißt du, manchmal habe ich so, oh mein Gott, das ist sehr krass. Also hier ist so, ja, gefällt mir gut. Würde ich definitiv weiterhin benutzen, aber hat in mir jetzt nicht so, oh mein Gott, ausgelöst. Ich finde das auch sehr interessant, aber ich glaube, ich nehme mal das hier, das ist so ganz anders irgendwie. Okay, also das geht deutlich leichter raus. Die Farbe wirkt recht aschig. Oh ja, deutlich. Wow. Wahrscheinlich soll das einen pinken Unterton imitieren. Auf jeden Fall leichter als die andere. Ein bisschen nasser fühlt sie sich auch auf der Haut an. Aber lässt sich auch wirklich super easy ausblenden. Ich konnte mir unter der Foundation gar nichts vorstellen, muss ich euch sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich die eingepackt habe, aber die Beschreibung wird mir anscheinend gut gefallen haben, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, krasses Ergebnis. Vor allem, ich war vor allen Dingen tatsächlich wegen Foundations auf der Jagd. Aber irgendwie triggert mich die Verpackung so sehr, dass ich das jetzt ausprobieren müsste. Weil diese Verpackung irritiert mich einfach so krass. Hier die Deckkraft deutlich leichter als diese Seite. Auch wenn die Farbe auf der Seite gruseliger aussah, finde ich, arbeitet sich das mit meiner Hautfarbe trotzdem ein bisschen besser ein. Auch das fühlt sich wirklich an wie Hautpflege. Auch nicht schlecht. Ich finde, beides kann man gar nicht miteinander vergleichen. Das ist ein bisschen pastiger wird es beim Ausblenden. Das sitzt dann ein bisschen mehr. Hier ist ein bisschen noch cremig, so als hätte ich eine sehr reichhaltige Creme drauf. Und natürlich die Deckkraft komplett anders. Das ist mehr so everyday und das ist mehr so ein bisschen mehr Glam, würde ich das bezeichnen. Ich habe in New York richtig viele Concealer gekauft. Ja, weil alle Farben da waren. Nichts war ausverkauft. Und man muss natürlich sagen, die USA hat eine krassere Farbauswahl als hier in Deutschland. Und die haben dann halt auch wirklich so echt fair, ne? Also wenn man hier in die Drogerie geht, die Drogeriefarben fair sind meistens das hier. So. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir mitgenommen von Maybelline den 30 Hour Concealer. Ja, da fand ich die Farbe einfach interessant. Und zwar in 01. Das fand ich recht hell genug, muss ich sagen. Oh, der Applikator ist nice. Super fein. Auf jeden Fall sehr hell, wirkt krass deckend. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schnell trocknet. Das ist so eine sehr dünne, trockene Formulierung. Das wird wahrscheinlich super sein, so für Leute, die so ölige Haut haben. Mal gucken. Dann habe ich mir mitgenommen von Gucci den Multi-Use Longwear Concealer. Habe ich da gesehen und dachte so, ja, Farbe fand ich hier auch ganz gut. Bin mal gespannt. Ich glaube, es war auch die hellste Farbe. Hier der von Gucci, leicht pinker und ein bisschen dunkler als der von Maybelline. Also Maybelline könnte schon fast zu hell sein, aber natürlich super für Leute, die so
richtig, richtig hell sind. Ja, das wäre zu hell für mich. Also ich könnte beide Farben mischen. Das wäre so Highlight-Farbe hier ein bisschen oben. Das wäre dann mehr hier so für Correcting. Dann habe ich mitgenommen von Make Up Forever HD Skin Concealer. Das ist dieser hier. Und zwar in 1.1N. Wahrscheinlich die überarbeitete Version von dieser Ultra HD Reihe. Hier auf jeden Fall gelblicher als der von Gucci wiederum. Auf jeden Fall ist der Maybelline farblich immer noch im Rennen, also was die Helligkeit angeht. Und was hier in den USA nicht ausverkauft war, war von House Labs bei Lady Gaga der Concealer. Und zwar auch die hellste Farbe. Und da haben mich, also da haben mich super viele gefragt, wie ich den Concealer finde. Wie gesagt, ich kam noch nicht dazu. Kommt auch in so ein Kunststofffläschchen. Also der Applikator recht groß, unparfümiert. Wirkt leicht gelblich im Gegensatz zu denen. Neutraler, würde ich mal sagen. Neutraler, ja. Also farbtechnisch tendiere ich zu Gucci und House Labs. Sogar noch eher House Labs für meine Hautfarbe. Eine Farbe, die für mich sehr gut funktioniert aus der Drogerie, ist von L'Oreal diese Perfect Match, True Match, dieser Concealer. Und das ist die 1N, die ich benutze. Und das ist jetzt Lady Gaga's. Also Lady Gaga ist sogar noch ein Hauch heller. Also denke ich, bin ich mit Lady Gaga eigentlich ziemlich on point mit der Farbe. Fühlte sich auch sehr cremig an. Ich würde sagen, probiere ich auf jeden Fall Lady Gaga aus. Also es fühlt sich sehr cremig an. Sehr pastig fast schon. Hört ihr ja auch schon so, ne? Ein Schwamm. Le Schwamm. So, nasser Schwamm. Gucken wir mal, was Concealer kann. Trotz dessen, dass er so dick ist, beim Auftrag recht pastig, wie gesagt, lässt er sich super schnell ausblenden. Ich dachte jetzt so, boah, jetzt muss ich auch noch meinen Schwamm nass machen. Hinlaufen, zurücklaufen. Also auch hier eine super Leichtigkeit auf der Haut. Ich würde die Deckkraft bis dato als leicht bezeichnen. Ich habe jetzt natürlich mit dem Corrector darunter gearbeitet, aber für mich das Ergebnis sehr gut. Das ist genau das, was ein Concealer bei mir persönlich machen sollte. Ich weiß nicht, manche wollen ja noch krassere Deckkraft. Funktioniert bei meiner Haut nicht. Ich brauche mal so ein Mittelding. Also nicht zu leicht, aber auch nicht zu stark. Und ich finde, das erfüllt für mich hier Lady Gaga jetzt. Aber wie gesagt, mit der Info, dass ich halt einen Corrector drunter habe. Also ich würde das nochmal ohne Corrector ausprobieren. Aber ja, so gefällt es mir richtig gut. Andere Seite würde ich jetzt erstmal tatsächlich den von Gucci nehmen. Da hat mir die Farbe auch gefallen. Also es ist ein klassischer Applikator, würde ich hier jetzt mal sagen. Hat einen strengen Eigengeruch, aber das stört mich persönlich gar nicht. Also ihr könnt sehen, wenn die Foundation so leicht zu dunkel ist für mich, also wie auf dieser Seite, dann wirkt der Gucci fast schon zu hell. Also hier hätte man, wer so meine Hautfarbe hat, eine schöne, auffällende Funktion. Aber für Leute, die noch heller sind, habt ihr hier wirklich gute, gute Farben. Ich mag das ja, die Korrektur, aber trotzdem noch diesen Highlight-Effekt. Der darf halt manchmal nur nicht zu stark sein. Also es ist Grenze. Gefällt mir noch gut. Gucci wirkt für mich auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Deckkraft. Lässt sich aber genauso leicht ausblenden. Na, ich habe das Gefühl, dass Gucci ein bisschen mehr Deckkraft gegeben hat. Kann das sein? Weil ich die Seite hier ruhiger finde, aufgrund dieses bisschen eingefalleneren. Ja, doch. Gucci hat ein kleines bisschen mehr Deckkraft. House Labs ist ein bisschen natürlicher. Beides gefällt mir trotzdem sehr gut. Ist für mich der, ja, also eigentlich ziemlich minimal, die Unterschiede. Könnte mit beidem bis zum Ende durch benutzen. Gefällt mir sehr gut. Also ich muss sagen, der Concealer von House Labs funktioniert für mich besser als ihre Foundation bei meiner Haut. Dann habe ich mir mitgenommen ganz viele Blushes. Oh, Blush, das war ja das Jahr der Blushes, hatte ich das Gefühl. Zum einen habe ich mir von Denise Myrix mitgenommen, diesen Yummy Blush. Heißen die doch, oder? In die Yummy Skin Blurring Balm Powder Flushed. Explosion an Namen. In der Farbe Primadonna. Which Upsilite Trademark Technology. Das ist das Packaging. Kunststoff Compact. Achso, aufdrehen. Das ist die Farbe Primadonna. Wirkt so leicht. Boah, das ist ja heftig. Heftigst pigmentiert. Also es ist wie so ein Balm. Ich könnte jetzt hier so rein und dann so auf meine Lippen. Wirklich wie diese Lipbalm-Pöttchen. Beim Ausblenden kriegt es dann so einen matteren Finish. Also es ist so ein bisschen von Cream to Powder Formulierung. Die Farbe ist vielleicht jetzt für meine helle Haut doch nicht die beste Wahl irgendwie gewesen. Vieles war aber auch ausverkauft, muss ich sagen, bei ihr. Ich möchte es auch mal ausprobieren. Ach so, natürlich. Ich glaube, wir kennen den Hersteller. Ja, safe. Ich kenne alle Hersteller. Ich auch schon in Korea bin.
Hatte ich nicht Lips Goes Korea. Aber, und Japan. Nö, ne, aber egal. Darum geht es ja auch gar nicht. Dann habe ich mir mitgenommen von Frack, von der Marke Frack. Habt ihr bei mir sicherlich schon mal gesehen, wenn ich mir so für einen cuten Look mal, gut, oh Gott, so Dings mache. Sommersprossen, das war ja das Produkt dafür. Und die haben jetzt anscheinend ihr Portfolio erweitert mit Blush. Und ich war so, oh mein Gott, voll geil. Einmal habe ich mir die Farbe Jam Sash mitgenommen. Es geht so ein bisschen ins Bärige. Und die Verpackung, Leute, wie geil ist das? Kommt so eine Gummiverpackung eigentlich. Und dann dieser kleine Deckel. Ist das nicht süß? Ich fand das total ultra. Oh wow. Das ist interessant. Das ist literally paint. Oh mein Gott, ob man das will. Ich bin ja schon bei diesen Rare Beauty Blush so, ich finde es gut, dass sie das alle so feiert, aber hell the fuck no. Mit meinem Finger mal durch. Be your own boo and give yourself the best blush job. Sind wir nicht über diesen sexuellen Anspielungen in Make-up? Nee? Okay. Ich dachte, ich wahrscheinlich bin ich schon drüber hinweg. Never heard of a smile blush? Use it, us either. That's why Frack is bringing the world's first again. Huh? Okay. Also die sind in ihrer Sprache anscheinend sehr so, wir regeln alles. Wir haben dich. Come on. Infused with liquid plant collagen, this buildable tint blends effortlessly into your skin for a multidimensional wash of color across any skin tone. Okay, also es ist ein Tint. Gehe ich mal von aus, beim Ausblenden wird es weniger von der Farbe, hoffe ich, weil das wäre mir zu viel. Aber natürlich geile Farbe, auf jeden Fall für Leute so medium, tan, deep skin. Spicy. Für die hellen weißen Schrippen da draußen wie ich gibt es die Farbe Kraft. Eben gelernt, wenig drücken. Und trotzdem kommt viel raus. Schön. Ah, schön. Schöne Farbe. Ah, das, die Formulierung ist geistesgestört. Ist wirklich ganz smooth, total ebenmäßig. Irre. Ah, US. Mit den Amerikanern bin ich auch schon in Kontakt. Hatte Jess Schmidt is coming for you. Swatch, first impression, Handrücken, sehr gut, aber auch sehr pigmentiert. Ich bin mal gespannt. Das kann ich ja immer nehmen. Nehme ich mal die bisschen krassere Farbe. Also wirklich wieder nur ein Tröpfchen. So. Also ihr müsst wirklich sehr konzentriert arbeiten. Also ich würde das jetzt so ausblenden oder auftragen und dann mit dem Schwamm ausblenden. Aber ich muss sagen, auch die Farbe, trotz dessen, dass sie so rot und so stark ist, auch für helle Haut, das ist ein schöner Unterton, weil das gibt einen so ein bisschen dieses Winterliche. So, mir ist kalt. Trennung, Ex, hab geheult, 8 Stunden. Farbe, auch schön. Ein bisschen ausblenden muss man, aber das finde ich gar nicht schlimm. Der erste Schock ist überwunden. Beim Ausblenden geht es wirklich schön in die Foundation Base auch rein, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ansonsten verstehe ich nicht, was man auch mit so viel Farbe, also mit wirklich Pigment auf dem Gesicht will. Für die andere Seite würde ich dann jetzt den von Danny Samyrix nehmen. Hier gehe ich jetzt einfach in meinen Foundation Brush rein, so ein Stippling Brush. Auch sehr viel Produkt, also tschüss. Oha! Oh mein Gott, ich habe das doch schon abgearbeitet. Okay, also den Pinsel kann ich anscheinend nicht mehr benutzen. Muss der Schwamm hier regeln. Also wenn ich dachte, dieses Frack-Zeug ist schon krass, das ist noch pigmentierter. Oha. Tschüss. Okay, also Danny Samyrix sehr heftig pigmentiert. Gefällt mir aber auch gut, trotz dessen, dass es eigentlich so leicht matt wird beim Ausblenden, habe ich durch meine Foundation Glow im Gesicht. Ich tendiere tatsächlich eher zu dem, weil es ein bisschen alltagstauglicher ist. Das empfinde ich als sehr intensiv und sehr so Make-up-Artist, was sehr für sie und ihre Brand auch spricht, finde ich. Beides sehr gute Produkte, aber ich habe einen Hang eher zu dem hier. Ach, jetzt habe ich ja den Concealer schon aufgetragen. Doof. Machst doch eigentlich andersrum. Habt ihr den Lady Gaga Concealer schon ausprobiert? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Ich habe kein neues Puder. Ich habe gerade mal unter meinem Auge gesettet. Aber was ich mir aus New York mitgenommen habe, ist auch von Danny Samyrix dieses Yummy Skin Blurring Balm Powder. Also manche schwören ja total darauf. Ich habe das Produkt tatsächlich noch nicht verstanden. Also es ist ein Texture Reducing Coverage Boosting Blurring Balm to Powder that balances oils throughout the day while maintaining hydration. Also es ist super für Leute mit öliger Haut, währenddessen ist
eure Haut trotzdem mit Feuchtigkeit versorgt. Und das ist so ein Balm, wie ihr Blush halt von Balm zu Powder. Tap on with fingers to smooth and blur textured areas. Also da, wo man Textur hat, dort soll man mit dem Finger auftragen. Ich sehe, dass alle das irgendwie mit einem Pinsel auftragen. Also das ist erstmal das Packaging. Ich habe die Farbe 2 genommen. Im Laden wirkte das irgendwie ein bisschen besser im Swatch. Aber kann mich natürlich auch total irren. Das dreht man auch so auf. Und das soll dann das Puder sein. Hier oben im Deckel ist dann noch so ein kleiner Bartel. Das heißt, man nimmt sich dann wahrscheinlich so Produkt raus. Fühlt sich tatsächlich an wie ein Baum, muss ich euch sagen. Oh ja, das fühlt sich echt ölig an. Für meine Haut fast schon zu gelb. Ja, verfeinert auf jeden Fall das Hautbild, wie man an meinem Handrücken auch sehen kann. Ne? Auch wenn es die Hauttextur verfeinern soll, finde ich, sieht meine Hand dennoch unnatürlicher aus als diese Hand. Also wenn ich dann so raufgucke, ja, also es hebt schon auch Stellen hervor. Also gerade so diese Härchen, wo das so aus der Haut rauskommt, das sieht man halt mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Foundation abmachen würde. Ich check das Produkt noch nicht. Ich muss mich irgendwie da nochmal reinlesen, bevor ich jetzt meine ganze Base zerstöre. Oder? Etwas, was nicht fehlen durfte, und zwar von Colorgram, habe ich mir mitgenommen, das Sebum Retouching Blur Packed. Das ist so ein Puder Sebum Pack that helps blur imperfections for smooth flawless skin. Also das kommt in so einem kleinen süßen Compact. Bisschen finde ich schon sehr so Korean, so verspielt. Und das habe ich tatsächlich schon benutzt. Das kommt eigentlich mit so einem Schwämmchen. Und das ist das Puder. Ich fand das so gut, gerade für so helle Leute so einen highlightenden Effekt zu erzielen. Ja, man geht dann halt hin. Also da ist es halt wirklich, dass man wirklich alles settet. Was ich gemacht habe, ich gehe in das Produkt halt rein. So ein kleines bisschen arbeite es in meine Handfläche. Und habe dann unter meinem Auge nochmal so aufgetragen, weil dann habe ich nämlich diesen highlightenden Effekt. Weil viele Puder schaffen das halt nicht, weil sie halt viel zu dunkel sind. Kann man dann so lassen oder mit einem Pinsel rein. Am Ende ist es halt einfach ein Pressed Powder. Für sehr, sehr helle Leute, möchte ich dazu sagen. Das gefällt mir sehr gut. Benutze ich seitdem tatsächlich auch schon, weil ich das in New York gebraucht habe. Dann habe ich mir noch bestellt von Wake Make, glaube ich. 2 Konturpuder. Das ist auch ein koreanisches Produkt. Das ist die 01. Das ist, wie gesagt, ein Konturpuder. Hat so einen Ombre-Effekt, so einen Verlauf von hell zu ein bisschen dunkler. Und dann habe ich mir aber auch die Farbe 02 geholt. Und hier finde ich es deutlich aschiger. Kann man auch sehen. Also 02, 01. Also 01 fast schon warm. Und 02 wirklich sehr, sehr aschig. Und beides gefällt mir sehr gut, aber die 02 hat mein Herz erobert. Einfach durch das Farbschema. Und rühre jetzt ein bisschen meine Nase. Boah ja, guckt euch mal den Schatten an. Also der war schon da, aber ich habe ihn jetzt nur noch mit dem Puder akzentuiert und wirklich mit der hellen Seite. Der Effekt ist schon krass, aber wirklich mit einer Leichtigkeit im Gegensatz zu hier. Das Puder ist super leicht und soft. Ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht von meinen Errungenschaften. Ich habe hier mal konturiert, so entlang des Schattens. Und hier sieht man den Unterschied. Schon nice. Und wenn man dann so seitlich guckt, ist es nicht so krass wie mit diesen herkömmlichen Konturpudern, weil die, wie gesagt, für helle Leute gar nicht so geeignet sind. Nice. Also 02, sehr, sehr gut. Next habe ich mir bestellt diese Flower Nose Chocolate Series Highlighter and Contour Palette. Ich weiß jetzt nicht, was die Marke ist, um ehrlich zu sein. Ist es dieses Flower Nose? Wahrscheinlich. Flower Nose Chocolate Series Highlighter Chocolate Palette. Auch hier konnte ich nicht stillhalten. Ich muss das schon ausprobieren. So kitschig die Verpackung auch ist. Irgendwie ist es auch süß. Passt halt zur Marke. Das ist schon so sehr, sehr kitschig, ne? Kommt wirklich in einem hochwertigen und schweren Compact mit einem richtig krass hochwertigen Spiegel. Riecht nach Schokolade. Erinnert mich so ein bisschen an Too Faced. Und hier war ich vor allen Dingen auch auf die Konturfarben aus. Hier habt ihr diese Chocolate Bar. Hell, hier nochmal ein bisschen dunkler. Dann habt ihr so ein highlightenden mattes Puder. Wahrscheinlich auch hier für die Augenpartie oder wenn ihr halt matt highlighten wollt. Dann wirklich so ein Glitter, kann man sagen. Also ich swatch gerade mal alle 4 Farben. Das ist die helle Konturfarbe, die ein bisschen dunklere. Das matte Puder und der Highlighter. Und die Farben, das wäre, finde ich, ein Farbschema für sehr, sehr helle Leute. Die, muss ich sagen, haben ihre Hausaufgabe verstanden. Hier nehme ich jetzt mal den Highlighter. Das ist wirklich ein ganz kleines Fändchen. Also eigentlich wie ein Lidschatten. Das kann so...
mein Horror. Aber wenn ein Produkt sowas macht, das ist für mich immer so, wow, will ich nicht. Mir zu powdery, too much. Mein Effekt ist nice. Jetzt auch nicht wirklich außergewöhnlich gut. Es macht so einen leicht cakey Effekt. Das ist halt dieses Schichten von Produkten. Ja, ich bin halt einfach durch Hatice Schmidt Labs Highlighter und Bronzer so geschädigt, dass viele Puderprodukte für mich gar nicht mehr... Das ist für mich nicht mehr, das macht's nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier so rauf gucke, ich sehe richtig, wo meine Härchen rauswachsen, die Krähenfüße. Und wenn ich lache, werde ich es dann so. Diese Pünktchen, hier ein bisschen Fältchen. Wenn man so macht, sieht man es leichter. Aber es akzentuiert halt nicht so schöne Hautpartien. That's not a cute look. Ja, weil es halt einfach on top Powder ist. Nochmal Powder. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist ein Look, den finde ich einfach, das erfüllt mich nicht mehr. Das ist für mich so richtig 2016. Nice. Wisst ihr, ich mal. Okay, aber die Konturpuderfarben wirklich auch richtig toll. Ganz weich und pudrig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die sind ein bisschen samtiger und die sind ein bisschen cremiger. So, mitgenommen habe ich mir unter anderem einen Kajalstift von Denise Myrix. Und zwar diesen Stift. Kajal. In der Farbe Jade. Und das ist so ein Holographic Green Lime Stift. Also man sieht nicht viel tatsächlich, aber je nachdem, wie das Licht drauf fällt, changiert es so ins Grüne, Blaue. Also es ist nicht ganz das, was man hier sieht, nur wenn das Licht drauf fällt. Also es ist nicht so neonig. Im Auge ist es so ein ganz kleines bisschen Highlight, kann man sagen. Und auch das hatte ich in New York getragen, weil ich konnte nicht warten. Auch da wurde ich gefragt. Mandy hat sich den dann auch geholt. Meine Schwester hatte auf Pamuk aufgepasst. Sie hat dann auch in der Tüte rumgekramt, weil ich ja nach New York in die Türkei musste. Da hatte sie den auch benutzt. Hat ihr so gut gefallen. Sie hatte dann gefragt, wo sie das kaufen kann. Die USA hat auf jeden Fall eine bessere Mascara-Auswahl, muss ich sagen. Also wir haben hier in der Drogerie schon eine gute, aber ich finde, die haben trotzdem noch andere Produkte, als wir sie hier haben. Was ich sehr schade finde, aber was ich mir mitgenommen habe, also früher habe ich die Telescopic sehr gerne benutzt. Die gab es mal in Waterproof, aber wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Und die Telescopic gibt es mittlerweile, aber ich meine nicht im Waterproof. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir die hier mitgenommen. Telescopic Lift. Bin gespannt. Kommt mit einem Kunststoffbürstchen. Ich finde, die funktionieren, ja, wenn man waterproof benutzen muss, wirklich am allerbesten. Hat so eine dreidimensionale Bürste. Also man hat so die Seiten, die Mitte, Seite und die andere Fläche ist flach. Die wirkt auf jeden Fall ein bisschen flüssiger, zum Beispiel als die Catrice Glam & Doll. Ich glaube, die wird wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn sie antrocknet. Der Effekt? Nice. Also ich hatte schon deutlich schlechteres in Waterproof Mascara mit so einer Kunststoffbürste, aber auch noch nicht so, wow, krass. Also es hat jetzt zum Beispiel meine Catrice Glam & Doll nicht geschlagen, es hat aber auch meine Chanel Inimitable Waterproof nicht geschlagen, weil die ist wirklich unschlagbar. Vor allem die Chanel, unschlagbar. Aber auf jeden Fall ein guter Effekt, würde ich sagen. Ich hoffe, dass sie, wenn sie ein bisschen antrocknet, sogar, ja, dass sie noch besser wird. Bei mir macht sie eher länger als Volumen. To have, würde ich sagen. Dann habe ich mitgenommen von dieser Marke. Ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht, aber korrigiert mich gerne. Und zwar ist es von Half Magic Glitter Pill, Glitter Eye Paint and Aligner. Das ist das hier. Ich glaube, das ist die Make-up-Artistin, die in der Serie Euphoria geschminkt hat. Also die Schauspieler. Sie hat diese viralen Looks letztendlich in der Serie geschminkt. Und sie hat dann ihre eigene Brand gegründet. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Ersatz. Ein besserer Ersatz vielleicht für Urban Decay. Die Produkte ähnelten ein bisschen so in die Urban Decay-Richtung. Und da habe ich mir das hier mitgenommen, weil das so schön holographic war. Boah, diese Verpackung geht gar nicht. Also, das ist das Packaging. Ziemlich cute, so zaubermäßig, Sterne, sehr kitschig. Aber dieses Glitter ist super schön holographic. Ein Glitter, Eye Paint und Liner. Süß, guck mal. Kleines Pinselchen. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas anderes. Ich muss sagen, ich finde das zu groß und den Abstand zum Auge zu klein. Also ich habe das Gefühl, man ist mit dem Gerät in seinem Gesicht. Ich hätte mir was Längeres, Filigraneres gewünscht fürs Auge mit ein bisschen Abstand, dass man wirklich Detailarbeit machen kann. Ich habe das Gefühl, hier bist du wirklich drin oder sie arbeitet gerne so oder Packaging, keine Ahnung. Ja, man kann sich auf jeden Fall so ein bisschen Glitter-Akzente setzen. Also es ist ein bisschen auch wie Urban Decay's. Diese Glitter-Liner, wisst ihr?
Seht ihr, es ist halt durchsichtig, aber dann halt mit diesem Glitter. Ja, damit könnt ihr ja letztendlich machen, was ihr wollt. Wenn man so Spielerei mag, why not? Dann habe ich mir noch mitgenommen 2 Lashes von Kiss. Also die Wimpernauswahl ist ja mal krass. Also bei Ulta, das war ein Gang nur mit Lash Brands. Ein ganzer Gang nur mit Lash Brands. Und wenn man sich die Drogerie hier mal in Deutschland anguckt, Alter, ich hätte einen ganzen Tag damit verbringen können, diese Lashes anzugucken, weil die Auswahl wirklich phänomenal war. Und von Kiss haben wir hier ja Zugang, aber natürlich nicht auf alle Lashes. Und die, die ich wollte, hatten sie leider nicht von der Marke Kiss. Und das ist jetzt von Sister Nature, also auch in so einem Pappverpackung und so. Das ist eco-friendly. Hier auch mit so in so einem Papphalter, nicht mehr in Kunststoff. Und die Lashes waren total krass. Also das ist einmal die Richtung Dawn. Aggressive, würde ich sagen, hä? Also eigentlich trage ich so eine Wimpern schon gar nicht mehr, aber ich fand die Form trotzdem sehr vielversprechend. Also das Bändchen super dünn, die Haarqualität wie echte Haare, total irre. Also die sind total beweglich, nicht so komisch steif. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber man kann die Haare wirklich bewegen. Es ist nicht so, wisst ihr, wie so ein toter Dachs irgendwie auf den Augen, sondern man hat so actual hair, aber ist halt auch schon... Schon halt Schwester ist am Start auf jeden Fall. Also ich werde die mir jetzt nicht kleben. Achso, Dawn. Ich habe 2-mal Dawn gekauft. Ich dachte mir, okay, wenn ich die so krass finde, habe ich halt auch nochmal Ersatz. Ich habe hinten mal ein Stück abgenommen. Also so in etwa wäre das halt, ne? Ist halt schon natürlich echt eine krasse Matratze so. The old Hattie is back. The old Hattie wäre jetzt jeden Tag mit denen unterwegs gewesen. Aber so, wenn man diese unten sich hinklebt. Okay, mit denen spiele ich auf jeden Fall noch mal rum. Leute, ich habe so viel geholt. Dann, was auch hier ausverkauft war, aber Gott sei Dank in der USA nicht, thank God, ist von House Labs diese Atomic Shake Lip Lacquer. Das sind die, ich glaube, die auch viral gegangen sind, weil das sind Liquid Lipsticks, aber mit einem Gloss-Effekt. Und das ist natürlich revolutionär, finde ich persönlich. Aber bei der Zeit, wo ich das hier austeste, ist das halt auch schon wieder Geschichte, ne? Und da habe ich mir 2 Farben mitgenommen, weil ich das so interessant fand. Einmal die Farbe Rosewood, so ein klassisches alt-rosa-braun. Und was bei mir natürlich nicht fehlen darf, ein geiles Rot. Oh, das Fläschchen ist Glas. Ich frage mich, ob das an der Formulierung liegt, dass es nicht in Kunststoff sein darf. Kann natürlich sein. Oh ja, riecht auf jeden Fall nach Heizungslack. Nehmen wir. Da sag ich nicht nein. Ich brauche einmal einen Lip Liner, auch wenn es nur grob ist. Okidoki. Oh, ist das für die Lippen? Lip Lacquer. Atme mal ein. Alter, hast du diesen Lack? Krass, was? Also es ist ein krass chemischer, eine krasse Chemie. Also es kommt wirklich so eine Lackdampf, ja, so eine Lackwolke hoch. Total krass. Mhm. Also man muss gut pinseln. Wenn man das bewegt, dann bewegt sich das Pigment mit. Guck mal. Hast du gesehen? Guckt. Ja, das stempelt sich ab. Also man muss zum einen gut verteilen. Und dann muss man, glaube ich, warten. Also es bewegt sich irgendwann mit. Also Finish gefällt mir nicht so gut. Nicht schön. Also dann gehe ich lieber auf einen regulären Gloss. Bisschen Lip Liner, Lippenstift oder Liquid Lipstick und dann ein bisschen mit der gleichen Farbe Gloss. Finde ich viel besser als erstmal das. Aber let's wait. So sehr ich mich auf das Produkt gefreut habe, eigentlich mitunter am meisten, war ich jetzt so, oh. Kennt ihr das? Man hat so, oh, man ist so, oh, das wird geil. Und dann ist es das, was einen so enttäuscht. Warten wir doch mal kurz 2 Minütchen. Also das Gefühl auf den Lippen ist auf jeden Fall, man hat was auf den Lippen. Ich weiß nicht, ob ich einen Liquid Lipstick sogar angenehmer finde. Das fühlt sich so ein bisschen an, als könnte ich das so abpeelen, wie so eine Peeling-Maske, die man so abziehen kann auf der Haut. Und das Finish gefällt mir jetzt tatsächlich auch nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich könnte das so wegkratzen irgendwie. Weil irgendwie dieses Gefühl von Klebrigkeit da ist, Nässe und von Produkten. Man will so, ja, das so richtig abziehen. Wenn man so macht, ist es tatsächlich nicht sticky, aber es ist halt beweglich. Seht ihr?
Kann man auf jeden Fall machen. Das Gesamtding hat mich jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen. Also diese Lackwolke, die ständig aufstrebt, die jetzt weg ist, aber dieses Gefühl von, ich könnte es abziehen, dieses klumpige Ergebnis auf den Lippen, nicht sehr ästhetisch, muss ich euch sagen. Nicht sehr ästhetisch. Ja, also es kommt eigentlich auch nichts ab. Hier ein Rand. Das hinterlässt einen leicht öligen Film. Ja, dieses Ölige und da hier, es war wahrscheinlich noch nicht ganz, ganz trocken. Kann man auf jeden Fall machen, hat mich nicht überzeugt. Aber ich muss sagen, ich bin mit meiner Ausbeute wirklich zufrieden. Mit den Foundations muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen klarkommen. So die Mascara, die Foundation würde ich sagen, ist ziemlich okay, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Bei den anderen Sachen muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen testen. Und was ich wirklich so noch testen muss, sind diese zwei Concealer. Die habe ich jetzt unterm Auge gar nicht ausprobieren können. Und hier bei diesem Yum Skin von Denisa Myricks muss ich mich auch noch mal reinlesen. Hier weiß ich nicht, macht man das auf eine Foundation? Soll das die Foundation sein? Genau, weil ein bisschen Deckkraft hatte es ja. Da muss ich für mich auf jeden Fall noch herausfinden, wie ich es mache. Eine Sache, die ich vergessen habe, ist ein Fixing Spray. Und zwar das All Day Tight Makeup Setting Fix. Ich dachte mir so, wurde mir angezeigt, warum nicht? Das ist auch aus Korea. Powder for room is every time everywhere. From the skin to image, it will change and with trendy. It is beauty and... The makeup setting fixer helps set makeup for long hours with firm adherence and refresh effect by using the fixer before and after makeup. Ah, also man kann es tatsächlich davor und danach. Kommt anscheinend in so einer Sprühdose. Okay. Boah, also der Mist ist krass feit. Es ist leider heftigst parfümiert. Habe das Gefühl, es mattiert auch ein bisschen. Wahrscheinlich dieser Fix-Effekt. Spannend. Also First Impression, kann ich noch nicht viel sagen. Was mir gefällt, ist dieser Spray. Aber leider sehr stark parfümiert. Mattiert ein kleines bisschen. Oh ja. Mit so einem leicht pudrigen Effekt. Wahrscheinlich für diese Langanhaltbar. Also das Langanhalten ist. Spannend. Schwarz berichten. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann super gerne in die Kommentare. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.